Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Have a Look at. Wir schauen uns heute Solitarica an. Denn die lieben Entwickler von Righteous Hammer Games haben uns einen Key zur Verfügung gestellt. Ich habe das Spiel gerade zufällig gesehen. Soll ein Solitärspiel sein mit bisschen RPG-Effekten, Elementen, so rum. Und ich hatte irgendwie gerade einfach Lust, ein bisschen was Chilliges zu spielen, dachte mir. Warum nicht? Ich kam auch direkt Key an und daher legen wir auch direkt los. Sie fragen, ein Tutorial brauchen wir wahrscheinlich nicht. Wir können aber gerne mal reingucken, wenn ihr wollt. Fix durchklicken oder. Okay, ist also wie dieses Golf. Wie ist denn das Golf? Solitär Golf. Das Golf. Irgendwas für Handy. Das war auch ungefähr so. Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Muss man auch mal einen höher oder einen niedriger Kombos machen. Ja, ein bisschen leiser. Musik lauter, falls es überhaupt Musik geben würde. Jetzt kann man sich halt entscheiden. Wir würden da drunter gehen erst. Weil sonst kriegen wir die 3 nicht los, ne? Wenn wir jetzt 5 nehmen, könnten wir entweder 4, 3 danach nur noch oder 6, 7. Wenn wir runter gehen, dann können wir danach wieder hoch. Also, ne? Gehen wir runter und dann können wir wieder hoch. Noch nichts passt, dann zieht man eine Karte. Funktioniert also genauso. 7, 8, 9, 8, 9, 10, 9, 8, 4, 8. Ein Dirt Kopie. So, when you clear the cards, you defeat your enemy. Okay. Dann nehmen wir König. As you will see in a moment, your enemy can fight back. Every time you turn a card, your enemy gets a turn of his own. The dirt guppy is mostly harmless, he will nimble you a bit. Nibble you a bit. Absorb. Ein Damage. Okay, das ist also sozusagen, wie oft man ziehen darf. Wäre das theoretisch bei diesem Kartenspiel, was ich vorhin meine. Ich glaube, da hat man auch noch ein paar Züge, wie oft man ziehen kann. Das hier theoretisch auch selber jedes Mal, wenn ich ziehe, macht er mir halt Damage, das so ein bisschen verpackt als RPG, ist eigentlich ganz cool gemacht. Wir müssen ja besiegen, bevor wir auf 0 droppen. 4, 3, 4, 3, 4. Pium! 2, Askönig, Askönig. Edward Pan. Next I will teach you about card energy. Notice the cards are now colorful and have a magical effect. In Solitarica, the cards are vessels of great and powerful energy. In this battle we will use attack energy, which is orange and symbolized by the X. Hier haben wir so verschiedene Stats sozusagen erfüllen können. Axt ist Attack. 5. Now this is where we harness the true power of sword. The sword button below is a spell called Stab. As you can see, it costs 3 attack energy to use. You spells often as they will make the difference between victory or defeat. The spell lets you destroy any front card no matter. Okay, das ist ganz cool. Jetzt können wir etwas zerstören, was wir nicht brauchen. Zum Beispiel 10 Bube, Dame, Bube, da hat echt gar nicht Dame. B
Bier. Ja, läuft. Piu. Bube. Dame, Bube. 10, Bube, 10. Jerks, hat's beleidigt. Du, das gab's nächstes Mal. Jetzt haben wir verschiedene Fähigkeiten, was die hier machen. Oder was die bedeuten, irgendwie. Nicht. Doch da. Damage selected front card, gain to armor, also das bringt einfach mehr Züge sozusagen. Peek at the top card of your deck, kann ich gucken, was er als nächstes ziehen oder uns um 2 heilt, nimmt sich da eigentlich nichts. Würde ich jetzt tippen. Keine Ahnung, ob Armor was Besonderes macht, ansonsten wäre es dasselbe wie heilen. Dass man das oben drauf stacken kann, wahrscheinlich, das nur bis 10 oder. Wir ziehen. 8, 7. Dann nehmen wir die Kohle. Nehmen wir das, und dann. Das war grün. So, gucken, was wir ziehen. Dann nehmen wir ein bisschen Rüstung. Ich meine, es war egal, was wir ziehen, oder? Wir können die auch eh nicht skippen. Oder können wir die damit auch kaputt machen? Füller. Aber wir ziehen. Cool, mir Willpower gegeben. Ich will mich heilen. So, wir haben einen Ass gezogen, das bringt uns nichts. Wir können gucken, da wäre eine Dame. Mighty Nibble to Damage. Kriegt ihr erst in einer Runde oder was heißt das? Weil ich habe ja gerade keinen Damage bekommen zumindest. Dann nehmen wir doch jetzt Bube. 10, 9, da kommt eine 10, gar nicht viel mehr mit anfangen. Noch eine Runde später kommt das dann. Dann müssen wir hier mal was burnen, du. Mr. Burn, das da. Kriegt das auch nicht viel. Eine 3 ziehen wir. Oh naja. 4, nix. 5, 6, 7, 8, 6 mehr. Bam! 2 Ass. Es geht übrigens auch runter, also man kann einfach 2 Ass König, genau. 8 Ass König, Dame. König Ass. Warte mal, jetzt stellen wir die doch einfach. Gucken, was da drunter ist. Sieht doch besser aus. Dann nehmen wir 10, 9, 8. Zerstören noch eine. Was da ist, eine 6, wunderbar. Und dann Hamas. Hamas. Congratulations. Congratulations. Wait a bit more. Break the seal to claim your reward. A warrior deck unlocked. You are now ready to venture into the land of Myriad. Good luck. Cooler Sound. So. Also, the warrior deck geht auf Defense und Attack. Ein Wizard deck auf Willpower und Attack. Ein Paladin auf Defense und Willpower. Rogue of Attack und Agility, Monk Agility Defense und Bard Agility Willpower, also von jedem etwas. Was hier mit Echtgeld oder was? Ne. Haben wir ja alles nicht, muss man sich wahrscheinlich das freispielen. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Krieger an, nochmal ein bisschen. Ich hoffe,
Übergänge sind nicht alle einzeln, so dass man mich immer nicht versteht in den Übergängen. Habe ich jetzt also nicht nachgeschaut, könnte aber sein. Ist nämlich bei so kleineren Spielen gerne mal, dass dann sozusagen das Spiel switcht vom Menü ins Spiel selber und dann die Aufnahme neu startet automatisch. Dann aber immer ein kurzer Delay natürlich ist, bis er es neu aufgenommen hat und deshalb bin ich dann zwischen dann immer nicht komplett zu verstehen. Aber egal. Champion, take heed, you will be defeated many times. Be defeated many times, aber defeating, ja, werde ich alle töten. Budget schon gut, aber ja, Story war nicht. Zu labern muss ich mich hier nicht. Oh. Als erstes werden wir Findelhoven besiegen, oder sind wir in Findelhoven? Man weiß nicht. Ein Clawfiend. Will claw at you relentlessly from above. Screen! In den Menü? War Sound, aber im Spiel selber irgendwie nicht. Naja. Muss man selber singen. Din, 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 din. Aua. Soll ich die machen hier in so einem Kack? Noch Rüstung machen können, aber man bringt ja nichts, egal, wenn ich die mache. Ah, da, hier. 9, 10. Das war's. Das war's immer noch. Und das hilft uns überhaupt nicht weiter. Zumindest teilweise. Können wir gucken, ob da was Besseres käme? Nicht wirklich. Dann nehmen wir doch Gemischdame Bube. Gedreckt. Was hat er jetzt? Front Attack Card becomes Defense. Also er hat nur den. Die Art geändert oder was, aber nicht die Karte selber oder was, glaube ich. Aber nur Karten, mit denen ich nichts anfangen kann. Ne? König, Spukedam, König, Arsch. Hätte auch die hier zerstören können, um zu gucken, was da drunter ist, aber wenn ich die hier abbauen kann, kann ich die hier alle und 2x8er ist immer beschissen. Also 2x dieselbe ist immer beschissen, weil dann müsste man erst irgendwie wieder hoch und wieder runter oder runter und wieder hoch, dann kann man nicht weitergehen. Deshalb so Treppen an sich, wenn die einzeln sind, immer cool, aber 2x dieselbe ist nicht so. Nächste jetzt würde ich halt 6 nehmen, weil das lohnt sich eher. Den heilen wir mal ein bisschen hier und warten, bis wir die Karte zerstören können. Aber aufgedeckt, da bringt mir auch immer einen Punkt, gut zu wissen. Das heißt, ein oranges würde uns auch helfen, wenn endlich mal eins kommen würde. Das zögert es nur heraus. Und damit können wir das ja auch zerstören, bam. Pow! Ding Loot! Findelhoven Shop. Increases maximum heart by 2. Start battles with 1 defense. 4 Items können wir aktiv haben, hier können wir Spells ändern, wenn wir welche hätten. Was denn Hole?
Dann kann ich ihnen sagen, behalt das mal, falls ich später kaufen will, bevor du neue holst. Ja. Mhm. Na gut, kaufen wir es aber mal. Und legen los gegen Björn. By the Beards of Findelhaufen. 8, 9. Das war's. Vier, fünf oder zwei Ass? 4, 5 haben wir das schon lernen. Mal noch 2 Ass. Und dann 4, 5, 6, 7, 8. Tag 9. Es sei denn, wir zerstören irgendwas wie 4. Zumindest mal eine 7. Und dann können wir uns ein bisschen auffüllen. Und eigentlich weiter heilen? Ne. Treffst Maximum. Da wäre eine 10. Das heißt, wir könnten aber nicht alles gehen. Wir können entweder Bube 10 oder Bube Dame König. Aber dann nicht weiter. 3 Damage in einer Runde. Tschüss. Digga. Tschüss, Digga. Wir gehen jetzt wieder runter. Das geht natürlich auch. Pow. 3. Was haben wir da? Ein König. Das hilft uns nicht weiter. Was haben wir da? Ein Bube. Das hilft uns nicht weiter. Haben wir da eine Dame, das hilft uns einmal. 5 weg, ziehen die Dame. Und hauen die weg. More beards will grow. Und dann holen wir uns ein Ding Loot ab hier. Bams. Neue Shop-Items oder? Cards to the left and right of the selected card. Ein bisschen drosseln. Cards of the left to the left and right of the selected card from a sequence based on that card. Cards to the left and right of selected card form a sequence based on that card's number. Heißt das, ich verwandle die Karten links und rechts davon in Karten, die eine Sequenz bilden würden? Versteht das richtig? Oder was soll Form heißen? Das müsste ja heißen, er müsste dann die anderen zwei ändern, oder nicht? Oder sammelt. Ne, es wird ja keinen Sinn ergeben, keine Ahnung. Damage Column of Selected Front Card 2 times. Also kann ich 2 Karten zerstören. Damage a random Back Card, also eine von hinten. Lose all Willpower, gain an Armor for every Willpower. Das ist ganz cool, weil ich ja immer Willpower so viel voll habe. Und noch ein Risk Dunes. Ich finde die dann hier eigentlich ganz cool, um die mal zu testen. Genau. Dann ich spiele noch ein bisschen und dann schauen wir nochmal zum späteren Zeitpunkt wieder rein. So, willkommen zurück. Ich habe ein bisschen weiter gespielt. Wir haben ja erst einen größeren Mob, zumindest vom Aussehen. Den Huckbuck Thorn Warrior. Hier kann man schon lesen, was er so tolles kann, aber das brauchen wir nicht, sagte er, während er verlieren wird. Hackbuddy. Sehr laut. So. Ich habe mir gerade ein Item gekauft, was heilt bei einer 2.
Natürlich nichts, wenn ich voller P habe. Das zerstört eine Karte immer noch genau dieselbe. Das zerstört, glaube ich, eine und die angrenzenden. Das macht zwei Rüstungen. Das macht so viel Rüstung, wie ich Willpower habe. Das macht aus drei Karten eine Sequenz. Also wenn ich das hier anwenden würde, würde irgendeine random Sequenz kommen. Random. Das heißt, da könnte dann 5, 6, 7 oder so rauskommen. Und das letzte halt, glaube ich, einfach nur um einen. Das heißt, wir legen mal los. Haben wir ja nicht viel übrig, außer diese Auswahl. Become Sony. Das heißt, ich verliere HP, wenn ich die wegmache, oder? Außer wahrscheinlich, wenn ich die mit der Fähigkeit wegmache, oder? 7. 6. 7. 6. So ging es zumindest. Jetzt vermute, wenn ich die so weggenommen hätte, hätte ich HP verloren. Da hat der Armor destroyed oder was? Habe ich zum Glück nicht. So, 8, 9, 10. No Bullshit. Bube. 10. Sieben. Jetzt gucken wir mal. Bam, ja, verliere ich ein HP. Ist man aber auch relativ schlecht, ne? Das. Oder. Wenn ich die eh nicht wegnehmen kann, kann ich auch sparen. Joa, gar nichts. Machen wir doch mal Dame, König, Ass, König, Ass, 2, Ass, und das war's. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. 5, 4, 3, 4. Das sieht eigentlich immer noch ganz gut aus. Sechs hilft uns nicht. Wir heilen uns mal. 7. 9. 8, 9, 10. Oh, die sind alle gedauert, sag das doch. Bube, Dame, König, Dame und aufräumen. Bube. Und dann noch mal die 2 weg. Muss ich sagen, machen wir daraus eine Sequenz, aber es ist ja schon eine. Dann heilen wir uns und heilen uns. Und wir heilen uns. Oder wir gucken, ob wir vielleicht eine Sequenz mit einem Boom kriegen. Stimme kann es ja nicht werden hier. Ne, ist dieselbe geblieben. Oder fast dieselbe, niedriger, glaube ich. Das hilft uns nicht. Das hilft uns teilweise. Das hilft uns nicht. Noch eine Axtgarde würde uns helfen. Das heilt uns zumindest. Piu piu. Nee. Aber wir verlieren die immer wieder. Das ist ganz schön doof. Das heißt, wir werden gleich verrecken oder gewinnen. No more Hawks. Geht auch deine Mutter um. Ka-ching.
Ting. Achievement unlocked. So Thursday. Wir sind jetzt mittlerweile in den Badlands angekommen. Mal gucken, was hier zu kaufen gibt. Restore. Damage selected non-attack front card. If it is destroyed, triple its reward. Okay. Stun an enemy. Reveal the second card. Upgrade Nummer 4. Das ist noch ganz gut. Muss die Vierer auch heilen. Und sonst würde ich sagen, das war's dann erstmal. Danke fürs Zuschauen. Das war Solitaire, hieß das, glaube ich, oder? Ne, Solitarica hieß das. Ja, ich bedanke mich nochmal bei den Entwicklern für dieses Spiel. War ganz cool. Hatte ich gerade irgendwie Bock drauf. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.